Vorne die Flut, hinten die Inga. Also der Mann ist die Inga und die Frau bringt die Flut. So, jetzt toll. Jetzt gibt es auch Sonne. So schön, jetzt. Von wann ist die Flut, Isabella? Auch ein älteres Schiff natürlich, oder? 50er Jahre. Ein Binnenschlepper von welchem Fluss? Oder Hafen? Der Hafen ist Oldenburg. Wo? Oldenburg. Oldenburg. Ah, so, jetzt. So, dann filme ich jetzt mal die Flut. Ah, oben das Radarkreuz dreht sich auch. Ah, halt, jetzt muss ich aber. Ah, oh, ist ein bisschen verwackelt. Ja, je, yeah, du kannst den Mast runter. Das ist ja Wahnsinn. Machen wir wieder rauf. Ja, geil. Toll. Und vorhin hat er doch so irgendwie so Geräusche gemacht. Ach nee, das war die Lenzpumpe vom Jochen. Kommt, das kommt jetzt aber von der Flut, oder? Ja, toll. Wahnsinn. Also ich habe schon tolle Aufnahmen, ne? Also von daher. Ich will auch mal mit meinem Drachen ein bisschen segeln und dann kann ich das. So. Isabella, jetzt sind wir hier mal bei der Flut. Der hat ein. So über den Riemen geht der Antrieb, ja? Ja, ja. Aha. Wo ist das Soundmodul verbaut? Da. Da? Und da ist ein Bleiakku drin, so ein Riesenteil, ja? Also wegen dem Gewicht hauptsächlich, ja. Ja, da sieht man das Schräubchen. Was piepst da so? Das, wenn der Motor anläuft. Ach, wenn der Motor anläuft? Ja. Ist es gewollt oder nicht? Nicht gewollt. Nicht gewollt. Der Aufbau, den Mast, den konntest du vorhin neigen und. Also abklappen und wieder hochstellen, ne? Das ist im Aufbau das Servo, was es betätigt. Ja. Aha. Aber du hast jetzt eben nichts gesteckt. Dann ist es irgendwie getrennt, wie einen getrennten Empfänger oder wie? Nein, ich habe noch die Verbindung. Über den Stecker. Ach, über diese Steckverbindung. Genau. Ah, ja, toll. Gut. Ja, ich muss mal andersrum wegen dem Licht. So vielleicht. Warte. Ja, Jochen, stell dich doch mal ein bisschen noch weiter vorne, dass man dich sieht. Ganz vorne noch ein Stück weiter. Ja, so kann ich. Wenn du noch weiter. Ja, ist egal. Gut. Dann sehe ich dich nicht. Na mal. Du bist aber ohne Motor unterwegs, oder? Du hast den Motor an ein bisschen, ne? Ja, mal zeig mal den Motor, wie er als Motorsegler
wie er da fährt. Jetzt fährt er mit Motor. Ja, da fährt er ganz schön zügig mit Motor. Mensch, die große Inga hat nicht so einen starken Motor, glaube ich, da drinnen. Jetzt gibt es eine schöne Bugwelle. Ja, klasse. Jetzt sind die beiden Schiffle zusammen. Die muss ich ja zusammen haben. Moment. Fahr mal in die Richtung von der Inga. Überhol sie mal bitte. Kein Rennschlepper. Doch, hier die fahren. Guck mal. Ja, fahrt mal schön parallel jetzt. Ja, so ist klasse. Mensch, gut. Ja, toll. Aber Seglerbe Vorfahrt, wegerecht, das weißt du ja. Aber nicht, wenn der Motor hat. Doch, immer noch. Das kann man ja nicht sehen, dass er Motor hat. Ich weiß auch nicht. Ja. Ja, mal bring sie noch mal zusammen, dass man die zwei Boote zusammen hat von dem Ehepaar. Wunder. Also wenn die Segel ganz ranholen, mein lieber Mann, da geht die ab wie ein Teufel. Ja, das muss ich auch machen, dann mach doch, ja. Ja, nein, die kannst du ruhig machen. Die kränkt auch doch gar nicht so stark. Guck mal, so, genau so, ja. Das reicht, das geht doch. Das verdreckt die doch. So, jetzt mach mal eine Wende dann. Oder bis ich schon raushole. Ah, jetzt eine Halse. Gut. Ja, bringst du mal schön, dass wir. Es gibt weltweit keine Aufnahmen von dem Schiff. In dieser Qualität. Das ist der Wahnsinn. Ja, so sieht sie gut aus. Hauptsache Wind. Oh, jetzt sind die beiden zusammen. Ja, klasse. Ja, toll. Der Schlepper und der Motorsegler. Welcher Maßstab ist dein Schlepper? 1:20. Ah, die Inga ist 1:15. Ja. Ich brauche den Schlepper in meiner Nähe, falls ich schleppe. Ja.